Hi Leute, heute gibt es endlich mal wieder ein neues YouTube-Video von mir und zwar möchte ich euch heute meine aktuellen aufgebrauchten Produkte zeigen. Ich habe mal wieder ein paar Sachen angesammelt, die ich wirklich komplett leer gemacht habe und deswegen wird es auch mal wieder Zeit, euch ja eine Langzeit-Review zu zeigen über die ganzen Produkte. Und ja, wenn ihr sehen wollt, welche Produkte ich so leer gemacht habe, welche mich überzeugt haben und welche nicht, dann bleibt auf jeden Fall dran und ich wünsche euch ganz viel Spaß. Falls ihr es noch nicht gemacht habt, abonniert auf jeden Fall noch meinen Kanal, so könnt ihr mich kostenlos unterstützen und so verpasst ihr natürlich keine weiteren Videos mehr von mir. Und ich würde sagen, ich lege los mit Produkt Nummer 1 und gerade habe ich euch gesagt, ich habe die Produkte komplett leer gemacht. Das ist bei dem ersten Produkt tatsächlich gelogen. Super, oder? Ich habe dieses Produkt hier von Origins ausgetestet und zwar den Super Spot Remover. Habe es tatsächlich nur bis zur Hälfte gebraucht. Okay, es ist nicht komplett aufgebraucht, aber ich musste nach der Hälfte einfach aufhören, weil ich damit leider nicht so happy war. Das wird tatsächlich von super, super vielen Leuten gehypt und ich habe mir das aufgrund dieses Hypes gekauft. Ich habe das Produkt ganz oft auf Instagram gesehen und dachte mir, hey, das muss ich mir unbedingt kaufen. Das ist nämlich ein Pickle-Treatment-Gel. Also wenn man so eine Entzündung hat, dann gibt man dieses Gel einfach punktuell drauf, lässt es ja lange einwirken, sage ich mal, und dann soll der Pickel, hoppla, wie durch Zauberhand, sage ich mal, verschwinden, beziehungsweise soll es die Entzündung einfach schneller abheilen lassen und es soll praktisch einen sehr schnellen sichtbaren Effekt geben. Das kann ich tatsächlich nicht bestätigen. Also ich weiß nicht, was bei mir immer das Problem ist, aber diese Produkte funktionieren bei mir generell selten oder bis gar nicht. Ich muss tatsächlich sagen, dass ich einfach nur das Gefühl hatte, dass die Stelle komplett ausgetrocknet wird. Es riecht auch super, super stark alkoholisch. Es ist sehr, sehr aggressiv. Allerdings hat es nur meine Haut ausgetrocknet, aber den Pickel deswegen nicht schneller verschwinden lassen. Teilweise hatte ich sogar das Gefühl, dass der Pickel dadurch auch viel länger braucht abzuheilen, weil er sich dadurch irgendwie so festgesetzt hat. Ich weiß nicht, der Schmerz ist zwar minimal weggegangen, aber irgendwie kam der dann wieder raus, noch ist der wieder verschwunden. Also der hat sich dann tatsächlich länger hartnäckig gehalten, als wie wenn ich dieses Treatment nicht benutzt hätte. Also tatsächlich ist der Pickel dann ohne so ein Treatment viel schneller verheilt als mit diesem Treatment und das macht ja dann überhaupt keinen Sinn. Also ich hatte damit leider überhaupt keine guten Erfahrungen und würde es daher auch eher nicht empfehlen, vor allen Dingen, weil es so aggressiv ist, die Haut austrocknet und der Pickel ist dann irgendwie immer noch da. Also bei mir hat es einfach nicht geholfen. Wirklich, gar nicht. Deswegen war das für mich leider ein Fail-Produkt. Schreibt mir auf jeden Fall in die Kommentare, wenn ihr andere Erfahrungen gemacht habt. Wie gesagt, es gibt sehr, sehr viele Leute, die dieses Produkt hypen. Bei mir funktioniert es einfach nicht. Ich weiß nicht, warum. Im Gegensatz zu dem Origins-Produkt habe ich allerdings ein Produkt gefunden, was bei mir tatsächlich entzündungshemmend wirkt, wo ich auch einen Effekt sehen kann. Für viele ist das jetzt nicht überraschend, und zwar vom Beauty Mates, den Anti-Pickle-Booster, den habe ich jetzt komplett aufgebraucht. Sorry für die Leute, die mich jetzt schon länger schauen, sage ich mal. Ich habe euch die Beauty Mates-Produkte schon super, super oft gezeigt, aber es kommen ja auch immer wieder neue Leute dazu, deswegen möchte ich trotzdem gerne jetzt noch was dazu erzählen. Und zwar ist es so, dass ich den Anti-Pickle-Booster täglich verwende mittlerweile, natürlich auch bei Bedarf, also wenn ich starke, intensive, große Pickel habe, dann gebe ich das auch punktuell auf die Stellen drauf, zum Beispiel lasse das über Nacht einwirken, aber ich habe mir das jetzt angewohnt, das mit in meine Tagespflege zu mischen. Im Übrigen benutze ich als Tagespflege immer die hier von Beauty Mates, und zwar die Hyaluron Cream Lift für trockene Haut, so als Kombination, sag ich mal. Und ich gebe von dem Booster so ein, zwei Tropfen mit in die Creme und benutze es sozusagen als zusätzliche entzündungshemmende Wirkung. Und da sehe ich wirklich einen tollen Effekt, vor allen Dingen auch wenn ich das Produkt punktuell auftrage auf die Stellen, wo ich stärkere Entzündungen habe, merke ich am nächsten Tag, dass es ja der Schmerz deutlich nachgelassen hat und dass tatsächlich die Pickel schneller abheilen. Also ich habe mit diesem Booster einen mega tollen Effekt gesehen, weswegen ich mir dann den auch unbedingt nachholen muss, sag ich mal. Ohne dem kann ich mir das fast gar nicht mehr vorstellen. Meine Haut beruhigt sich viel schneller wieder und ja, da ist übrigens Zink enthalten und Vitamin C und dieses Zink wirkt ja sowieso auch entzündungshemmend, also mega, mega, mega. Kann ich euch nur ans Herz legen, also für mich funktioniert es gut und die ganzen Produkte, für die es noch nicht wissen, sind auch vegan und tierversuchsfrei. Keine Duftstoffe, keine Mineralöle, keine Parabene, also
ich bin mega happy mit dieser Pflege, kann es mir einfach nicht mehr ohne vorstellen. Und im Übrigen könnt ihr euch auf der Website, wenn ihr Interesse habt, ja, so ein Set zusammenstellen, je nach Hautbedürfnis, sage ich mal. Da gibt es auch so einen Produktberater und da könnt ihr euch auch so ein Set zusammenstellen. Also ich benutze die hier, wie gesagt, in Kombination für tagsüber. Und bin damit mega happy. Die, nur so nebenbei, die Creme, die ist jetzt nicht aufgebraucht, aber die habe ich jetzt schon mehrmals aufgebraucht. Die ist sehr, sehr pflegend, nicht so krass fettend und für eine trockene Haut mega gut, sehr reichhaltig und auch als Make-up-Grundlage super, super, super gut geeignet. Nur mal so nebenbei noch. Selbstverständlich könnt ihr die Produkte natürlich auch einzeln kaufen, wollte ich nur mal gesagt haben. Übrigens ist mein Rabattcode auch immer noch aktiv, also den könnt ihr jederzeit benutzen. Den werde ich euch nochmal hier einblenden und in die Infobox packen. Und ich werde euch selbstverständlich natürlich die Links zu den Produkten auch noch in die Infobox packen. Dann könnt ihr das nicht verpassen. Schaut auf jeden Fall mal vorbei. Und ja, ich wünsche euch viel Spaß beim Ausprobieren. Also ich bin mega happy und würde es mir jederzeit wieder kaufen. So, dann bleibe ich jetzt erstmal nochmal bei der Hautpflege. Nachher komme ich noch zur dekorativen Kosmetik. Und zwar habe ich hier nochmal 3 Produkte von Pixi ausgetestet. Ihr wisst ja, ich bekomme regelmäßig Produkte von Pixi zugeschickt zum Testen. Ich habe jetzt hier mal 2 weitere Tonics mal ausprobiert, neben dem Glow Tonic, was mein Favorit ist. Und zwar das Retinol Tonic und das Milky Tonic. Ich fange vielleicht erst mit dem hier an. Das Milky Tonic ist jetzt kein Nachkaufprodukt von mir, einfach weil ich tatsächlich darauf irgendwie auch mit Pickel reagiert habe. Ich weiß nicht genau, welcher Inhaltsstoff da jetzt zu verantwortlich ist, sage ich mal. Aber ich habe tatsächlich festgestellt, dass es von diesem Tonic hier kommt. Leider erst zu spät. Ich habe dann, glaube ich, das letzte Restchen dann tatsächlich dann weggekippt. Deswegen würde ich mir das auf keinen Fall mehr nachkaufen. Es war zwar angenehm und es war Feuchtigkeit spenden und so, aber irgendein Stoff verursacht bei mir Pickel. Deswegen leider nichts für mich. Das Retinol Tonic hat mir gut gefallen, war auch angenehm, nicht reizend und da ist, glaube ich, soweit auch kein Alkohol drin, was wirklich toll ist. Es ist natürlich parfümiert, was jetzt nicht unbedingt sein muss, aber es war okay, also es hat meine Haut nicht gereizt, es war feuchtigkeitsspendend. Ich habe aber da jetzt keinen besonderen Effekt festgestellt, also jetzt nicht so wie beim Glow Tonic, wo ich sage, wow, das gibt wirklich optisch einen mega Effekt oder sowas. Deswegen ist es auch kein Nachkaufprodukt. Wie gesagt, es war nicht schlecht. Hat aber jetzt für mich persönlich kein optisches Benefit gebracht oder ich habe einfach sonst nichts festgestellt. Deswegen ja, würde ich mir das nicht nachkaufen. Dann habe ich hier auch aus dieser Milky-Reihe dieses Hydrating Milky Make-up Remover-Ding. ein Make-up-Entfernungsprodukt. Ich glaube, diese Milky-Reihe ist einfach nicht so für mich geeignet. Das war mir auch einfach zu ölig. Es hat zwar das Make-up wirklich schön und schnell abgenommen, es war dementsprechend halt sehr ölig, aber dieser ölige Film ist auf der Haut so krass zurückgeblieben. Ich konnte das super, super schwierig mit Wasser entfernen. Also das hat immer noch so ein einfach so einen Schmierfilm hinterlassen, das mag ich ja überhaupt nicht und dadurch war die Haut danach so schwierig und so, das mag ich einfach nicht. Weswegen ich das Ganze dann einfach nur für die Augen verwendet habe, dann, weil es war dann wirklich okay, es nimmt Augen-Make-up wirklich sehr, sehr gut ab. Fürs Gesicht ist das für mich einfach nichts, ich mag das Gefühl nicht und ja, es ist einfach schwierig abzunehmen. Und deswegen ist es leider auch kein Nachkaufprodukt. Das sind jetzt nicht meine liebsten Pixi-Produkte, sage ich mal. Dann habe ich hier von Catrice dieses Balance Hydro Spray 3% Rose Water gekauft und aufgebraucht, wollte ich sagen. Würde ich mir jetzt auch nicht nachkaufen. Das hat zwar so einen ganz netten, kurzzeitigen Effekt, sage ich mal, aber es ist jetzt auch nichts, was ich irgendwie hypen würde oder sowas, wo ich sage, wow, das lohnt sich auf jeden Fall und da sieht man einen Effekt und es fühlt sich mega an. Es ist einfach irgendwie vom Gefühl, dass es einfach schnell verfliegt. Man hat so einen kurzzeitigen Effekt und dann ist es einfach wie weggeblasen und irgendwie müsste ich davon regelmäßig was draufsprühen. Und deswegen, ich weiß nicht, ich merke da einfach auch nichts. Und deswegen würde ich mir das jetzt auch nicht nachkaufen. Es ist ein Primer und Pflegespray. Also als Primer reicht mir das auch absolut nicht aus und als Pflegespray jetzt auch nicht wirklich. Also ja, war jetzt nicht mein Favorit tatsächlich. Ah ja, dann habe ich hier noch ein Produkt von Pixi, sorry, und zwar die Detoxify
Eye-Patches, also Augenpflege-Patches. Die waren wirklich auch sehr feuchtigkeitsspendend, ganz nett, sage ich mal. Die muss man aber auch, ich sag mal, recht schnell aufbrauchen, weil sonst die Flüssigkeit darin einfach ja irgendwie flöten geht. Und ich glaube, ich habe 2, 3 Patches dann nicht mehr benutzen können, weil es einfach schon zu trocken war. Ich habe die tatsächlich einfach zu selten benutzt. Deswegen, ja, hätte ich mir eigentlich denken können. Feuchtigkeit spenden, schön angenehm, sehr kühl vor allen Dingen. Also ich kann es mir auch gut vorstellen, das Ganze vielleicht vorher in den Kühlschrank zu geben und dann die Augenpartie schön auch zu kühlen gleichzeitig. Also sehr schön pflegenden Effekt auf jeden Fall. Persönlich finde ich jetzt aber, dass es jetzt nicht unbedingt sein muss, dass man ja das Geld für sowas ausgeben muss, einfach weil ich glaube, dass es in der Drogerie gleichwertige Produkte gibt, die ja genauso pflegend sind, Entschuldigung, die vielleicht auch nur einen Bruchteil davon kosten. Also ich müsste jetzt nicht unbedingt das Geld dafür ausgeben, mir das nachzukaufen, aber es war toller Effekt. Ich müsste einfach mal gucken, ob es in der Drogerie vielleicht ja ein vergleichbares Produkt gibt. Ansonsten war es wirklich ganz nett. Dann kommen wir auch schon zur dekorativen Kosmetik. Und zwar habe ich hier von Essence den Hydrating and Perfecting Primer mit SPF 20 nicht komplett aufgebraucht. Also so ein Stückchen ist hier noch drin. Allerdings ist das jetzt schon seit einem Jahr geöffnet oder seit 1,5 Jahren sogar schon. Und das Ganze ist eigentlich nach 6 Monaten nicht mehr zu benutzen. Also steht zumindest so drauf. Ich benutze Produkte meistens dann länger, als es dann hier drauf steht, aber da war es mir dann schon ein bisschen unheimlich. Also ich wollte da jetzt nichts draufgeben, was wirklich schon ein Jahr abgelaufen ist, sage ich mal. Gerade bei so Hautpflegesachen bin ich da ein bisschen empfindlich, muss ich sagen. Also das ekelt mich dann selber vielleicht. mit dem war ich aber wirklich super happy. Das war sehr feuchtigkeitsspendend. Das hat auch nochmal so einen glowing, aufhellenden Effekt gehabt. Also das ist so leicht rosé gefärbt, das hat nochmal so einen frischen Effekt gegeben, finde ich. Hat die Haut, wie gesagt, mit Feuchtigkeit versorgt und hat tatsächlich die Haut und die Poren hier so ein bisschen ausgeglichen. Also die Haut sah danach super schön ebenmäßig aus. Und als Make-up-Grundlage finde ich das mega, mega, mega toll. Hat mir sehr, sehr gut gefallen, vor allen Dingen, weil das Ganze auch SPF 20 enthält. Und ja, das würde ich mir tatsächlich wieder kaufen, weil es mir wirklich sehr, sehr gut gefallen hat. Ich habe aber halt einfach zu viele andere Primers zu Hause. Deswegen werde ich es mir vorerst nicht nachkaufen, aber es wäre definitiv ein Produkt, zu dem ich wieder greifen würde, weil es einfach als Grundlage einen ganz tollen Effekt hat. Also macht die Haut schön, ja, glowy, sag ich mal, frischer, glatter, sehr, sehr geile Base. Dann habe ich auch eine meiner liebsten Foundations aufgebraucht von Estee Lauder, die Double Wear Foundation. Ich glaube, das ist schon das dritte Fläschchen, was ich da jetzt leer gemacht habe tatsächlich. Das war meine Sommerfarbe, die 2N1. Das war auch meine Hochzeitsfoundation. Also ich würde immer wieder zu der Foundation zurückgreifen, gerade wenn es um Hochzeit geht oder Feierlichkeiten. Das ist meine Nummer 1 Foundation, was das Ganze angeht. Mega gute Haltbarkeit, schönes mattes oder semi-mattes Finish, nicht austrocknend, gute lange Haltbarkeit, schöne Deckkraft, ohne cakey auszusehen. Also das ist so für mich die rundum perfekte Ausgeh-Foundation. Also ich glaube, ich würde die jetzt tagsüber tatsächlich mittlerweile nicht mehr benutzen, weil ich mich jetzt dran gewöhnt habe, tatsächlich tagsüber und im Alltag eher weniger zu benutzen. Früher bin ich ja ohne Full Face nicht aus dem Haus gegangen. Ich glaube, das Ganze habe ich jetzt auch Corona zu verdanken, dass ich mich dran gewöhnt habe, so wenig Make-up zu tragen. Aber definitiv die beste Ausgeh-Foundation, die ich generell benutzt habe, und die würde ich mir immer wieder nachkaufen. Große, große Empfehlung für Braut-Make-up. Hat bombenfest gehalten, auch bei 35 Grad. Also meine Hochzeit, glaube ich, da waren es wirklich tatsächlich über 30 Grad. Es war so heiß und es hat so gut gehalten. Mega. Dann habe ich hier ein Puder von Alverde Naturkosmetik, und zwar die Farbe Naturell. Das habe ich jetzt nicht aufgebraucht, weil es halt mittlerweile auch schon super alt ist. Ich glaube, ich habe das jetzt auch schon 4 Jahre oder 3 Jahre mindestens. Das Ganze ist nur 12 Monate haltbar, wobei Puder jetzt nicht so schnell kaputt geht. Ich muss sagen, ich habe mit Naturkosmetik nicht so gute Erfahrungen gemacht, wenn es um Make-up geht. Ich komme mit Naturkosmetik nicht ganz so gut zurecht, muss ich sagen. Das war jetzt auch ein Produkt, was jetzt nicht unbedingt meinerseits zu empfehlen ist. Also es hat keine besonders gute Haltbarkeit.
Es fängt super schnell an zu verschwimmen, es kriegt auch nach einer Zeit super schnell einfach ein Fältchen. Deckkraft ist auch nicht wirklich vorhanden, also es ist so ein kurzzeitiges Setting und dann verschwindet es auch, verschwimmt es und es ist einfach, es funktioniert bei mir einfach nicht. Kann ich weder, wenn es um Haltbarkeit geht, noch um Deckkraft oder wirklich Setting empfehlen. Funktioniert bei mir einfach nicht, würde ich mir definitiv nicht mehr nachkaufen. Ansonsten, genau, habe ich hier noch von NYX diese weiße Eyeshadow Base, die ich jahrelang benutzt habe, aufgebraucht. Die hat mir sehr, sehr gut gefallen. Es ist wirklich ein tolles Drogerieprodukt. Also wenn ihr eine weiße Base in der Drogerie sucht, schaut euch mal das hier an. Ich habe jetzt mittlerweile ein anderes Produkt gefunden, und zwar von P. Louise. Das gibt es bei Purish. Nur mal so nebenbei, werde ich euch mal verlinken. Die finde ich tatsächlich besser als diese Base, weil sie einfach noch ein bisschen besser ist von der Haltbarkeit und wird noch ein bisschen mehr sticky. Wisst ihr, was ich meine? Und ich finde, da haftet die Farbe noch ein bisschen besser drauf tatsächlich. Aber für ein günstiges Drogerieprodukt, sage ich mal, ist das mega cool. Könnt ihr auf jeden Fall mal ausprobieren. Also ich war damit jahrelang mega happy. Und zum Schluss noch eine Bodylotion von Dove, und zwar die glättende Bodylotion für normale Haut. War eine nette Bodylotion. Ich benutze jetzt tatsächlich selten Bodylotion. Brauche ich eigentlich nicht ganz so oft. Im Winter vielleicht öfter mal. Die soll jetzt so eine glättende Funktion haben. Kann ich jetzt nicht feststellen. Also ich bezweifle, dass es irgendeine Bodylotion gibt, die tatsächlich eine große glättende Funktion erfüllt. Sag mal so. Ja, war pflegend. Aber glättend nicht wirklich. Deswegen, ja. War nett, muss ich mir aber nicht unbedingt nochmal nachkaufen. Und somit wären wir für heute auch schon am Ende. Ich bin gespannt, was ihr zu meinen ganzen Produkten sagt, die ich aufgebraucht habe, ob ihr schon Erfahrungen gemacht habt. Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich sammle schon die nächsten Produkte für das nächste aufgebraucht und werde euch zeitnah noch eine Review geben. Ja, also ich hoffe, ihr bleibt auf jeden Fall gesund und ihr schaltet beim nächsten Video auch wieder rein. Ich würde mich sehr drüber freuen. Bis bald. Ciao, ciao.